Handwerk trifft Politik. Das ist unser Ziel mit dem Handwerkspolitischen Forum. Und dieses Jahr ist mehr denn je Politik dabei. Wir gehen mit dem Handwerkspolitischen Forum Ost, dem HAFO, in die vierte Runde. Wir sind erstmalig in die Messehalle, in das Handwerk gegangen, zu dem Handwerk, in die Handwerksmesse. Und das ist für uns ein großer Sprung, weil wir dadurch viel mehr das Ziel erreichen, dass Politik eben mit dem Handwerk ins Gespräch kommt. Wirtschaftspolitik, Mittelstandspolitik müssen ins Zentrum des Handelns der Politik gestellt werden. Das Handwerkspolitische Forum hier in Leipzig ist genau der richtige Punkt. Wirtschaftspolitik sollte nämlich auch nicht auf der Straße stattfinden, sondern in der direkten Diskussion. Wir werden hart miteinander diskutieren, mit der Politik, aus Land und Bund, mit Vizekanzler Habeck, was für Dinge notwendig sind, damit es wieder aufwärts geht in Deutschland. Die Messe hier in Leipzig ist auch ein Ort der Debatte, des Austauschs und der Diskussion. Und ich finde es absolut richtig, dass wir neben dieser großartigen Messe heute, die das Handwerk zeigt, auch diskutieren über die Fragen, was braucht das Handwerk? Wie machen wir das mit dem Nachwuchs? Wie viel Regulierung haben wir, die unnötig ist, die wir abschaffen können? Messen sind ja Schaufenster, Leistungsschauen, wie wir heute gehört haben. Und natürlich selber auch ökonomischer Faktor. Also eine gut laufende Messe ist ein Arbeitgeber in sich selbst. Und hier kommt halt beides zusammen. Das Handwerk nutzt die Messeräume geschickt, um auf seine Stärken und auch auf die Probleme hinzuweisen. Und die Messe selbst hoffentlich hat als eigener ökonomischer Faktor ebenfalls großen Erfolg. Also für Sie und für das Handwerk viel Erfolg.